Willkommen zu einer weiteren Folge bzw. zu einem neuen Projekt. Das Alter hat ja nicht wirklich geendet, aber es war dann halt dadurch, dass der YouTube-Kanal gestrikt war. Und ja, ging es halt da nicht weiter. FIFA 14 war das Ultimate Team. Jetzt und mittlerweile ist ja FIFA 15 draußen. Seit ein paar Wochen sind es jetzt mittlerweile. 3, 4 Wochen, glaube ich. Ja, FIFA 15. Ich habe natürlich angefangen, ein neues Ultimate Team mir aufzubauen. Es ist noch nicht das Gelbe vom Ei, aber man kann damit schon was anfangen. Zumindest die ersten 11 Leute. Ich kann euch das mal zeigen hier. Also ich sehe gerade, ich muss hier einiges wieder umstellen. So, wir haben hier in der Innenverteidigung haben wir Subotic. Der war relativ, ja, relativ günstig. Also ich glaube für 2000 oder so habe ich den bekommen. Dann haben wir für die rechte Flanke, da haben wir momentan, oder habe ich jetzt erstmal diesen Spieler hier. Achso, nee, Moment, ich habe mir letztens, genau, ich habe mir hier den Blaschikowski geholt, ebenfalls, ich glaube, der war 4000 Münzen. Ja, den hatte ich hier, den Weiß, den hatte ich hier vorher vom VfR Aalen. Hat da nicht einen recht soliden Job gemacht, aber ist natürlich im Gegensatz zum Blaschikowski, ja, kein Vergleich, sage ich jetzt mal, ne? So, zentrales Mittelfeld, Luis Gustavo, mittlerweile bei bei Wolfsburg, ne? Ist ja, ja, genau, Wolfsburg. Ich komme immer durch den, ich weiß auch nicht warum, aber Werder Bremen und Wolfsburg, beide grün. Und dann dieses W, das ist, keine Ahnung. Naja, gut. So, rechte Verteidigung, da habe ich natürlich jetzt noch kein, ja, noch kein, noch nicht genug Münzen, um jetzt da einen klasse Mann hinzustellen. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier den Sakai von Stuttgart. Der ist meines Erachtens nach sehr, sehr gut dafür, dass das ein Silberspieler ist und dann nicht mal irgendwie selten oder so. Aber steht da hinten wirklich bombensicher drin. So, dann haben wir hier die andere Innenverteidigung mit Ginter. Den kennt man ja auch aus der Nationalmannschaft, jetzt besonders, jetzt wo, ja, wo er sozusagen öfter zu seinen Einsätzen kommt, der Ginter. Dann haben wir Ramos vom BVB im Sturm. Das war eigentlich der teuerste Spieler von allen. Ich glaube, den hatte ich für 6.000 oder 7.000 habe ich mir den geholt. Ja, also ich habe schon ein paar Spielchen gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile in Liga 7 oder 6, muss ich noch mal gucken. Hab mir dann sozusagen hier immer so ein paar oder immer nach und nach die Spieler geholt. Hier habe ich noch den Draxler für die linke Flanke, auch sehr, sehr gut. Maxim fürs zentrale Offensivmittel. Gott, oh Gott, heute habe ich ja einen Sprachfehler. Ja, Pfeffers fürs zentral offensive Mittelfeld habe ich mir Maxim rangeholt, ebenfalls vom Stuttgart. Thiago für das Mittelfeld, sehr guter Spieler. Also ihr seht ja die Werte da, ne? Also schon passabel. So, Jansen für die linke Verteidigungsseite. Also wie gesagt, Verteidigung bin ich wirklich super, super zufrieden. Mittelfeld ist noch, ja, weiß nicht, irgendwie flutscht es da noch nicht so richtig so. Aber sonst bin ich eigentlich ja, zufrieden, so wie es jetzt ist. Damit kann man schon ein bisschen was reißen. Ja, die Mannschaft hier, achso, hier Benaglio habe ich im Tor. Da ist mir aufgefallen, irgendwie verlieren die gar keine Fitness mehr, die Torhüter, ne? Also finde ich gut, weil dann muss man nicht immer dauernd die Torhüter auch irgendwann auswechseln. Ja, ansonsten, die Mannschaft, das ist ja wirklich nur, ja, aus der, ich sag mal, aus der Start 11, die ich bekommen habe, wo ich Ultimate Team angefangen habe, außer hier Son, den habe ich mir dazu geholt, den habe ich ja dann später dann als Äquivalent hier zu Draxler geholt, falls mal irgendwas ist. Dann habe ich mir hier noch den Schäfer geholt, auch von Wolfsburg. Ja, also wie gesagt, ich will jetzt halt hier unten dann halt eine Bundesliga bzw. deutsche Mannschaft haben und natürlich als Auswechslung dann das gleiche nur mit anderen Spielern. Klar, geht ja auch nie anders. Ansonsten der Rest, der hier mit von der Partie ist, ja, das sind, die fliegen alle nach und nach raus. Ja. So. Aber ja, ich finde die jetzt nicht so
Schlecht alle. Also ich hatte schon ein wesentlich schlechteres Team ganz am Anfang. Da musste ich wirklich kämpfen, teilweise. Aber mittlerweile ist es relativ solide. So, aber wir gucken jetzt mal. Wie ist dann meine Fitness? Hier haben wir alle auf 99. Das heißt, wir können jetzt mit denen auch direkt starten. Mach das hier nochmal schnell. Nee, der ist falsch. Ginter Ramos. Ramos ist echt eine Bombe, ey. Also, wenn der den Ball hat und nach vorne abgeht, das ist schon heftig. Mein Ziel ist ja noch für die rechte Flanke, dann ist es ja dann noch Aubameyang zu holen, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich mir den leisten kann. Der ist so bei 12 oder 14.000 ungefähr. So, warte mal, wir brauchen einen Vertrag auf jeden Fall. Zwei Verträge. Die werde ich mir nochmal ganz schnell holen. Die sind nämlich noch relativ günstig. Für 350 bekommt man die. Also eins, zwei, ja, zwei Verträge. Kann man gleich eigentlich drei holen, wenn ich überhaupt. Ja, doch. Das passt. So. Also auf der PS3 bzw. PS4 sind die Preise immer wesentlich teurer. Also jetzt auch nicht wesentlich, aber doch schon teurer als auf dem PC. So, dann werden wir mal einkaufen hier. Oh ne, warte mal, was hab ich denn? Quatsch. Hä? Okay. Verwirrt. Na, ich wollte auch nicht zu sehr. Na gut, da kriegt Thiago erstmal schon mal die erste hier. Was hat er gesagt? Zwei, ne? Aber ich wollte da gleich drei kaufen. Kann ja nicht schaden. So. Achso. Switchen wir mal die Seite. So. Bei der Auswechslung hier. Ach guck mal, ich brauche sogar drei Verträge, sehe ich gerade. Ja, denn ist doch, habe ich alles richtig gemacht. Ruben Mikael. So, ich hoffe, das erste FIFA 15 Ultimate Team Spiel, was ich jetzt mit euch hier zusammen mache, wird auch positiv für mich laufen. Ah, guckt an, ich bin in Liga 6, habe noch. Ach, genau. Ich bin ja zurzeit ja ganz schön. Deswegen habe ich mich jetzt gefreut eigentlich, dass ich jetzt wieder meine in Klammern A-Mannschaft nehmen kann. Weil diese Saison das hier echt ja, schwer war. Seht ihr ja hier unten. Letzte Spiele habe ich verloren, 3 zu 4, dann unentschieden, dann 3 zu 6. Also es waren schon. Ja, es war jetzt nicht so optimal. Jetzt habe ich noch zwei Spiele. Und ich muss beide gewinnen. Also 6 Punkte muss ich jetzt zumindest holen, damit ich zumindest in der Liga bleiben darf. Und ja, das wird das Ziel jetzt sein. Ich hoffe auch nicht, dass ich irgendwie jetzt hier gleich mit Verletzungen zu kämpfen habe mit meinen Spielern. Ich hoffe, die werden hier gesund und munter bleiben. So, gucken wir mal, wen wir als Gegner haben. Aber bei manchen Leuten ist es echt so krass, ja. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn sie die Leute, ne, so einen kleinen Puffer kaufen. Also halt irgendwo Münzen kaufen. Also was heißt, ich habe nichts dagegen. Also es ist jetzt schon nicht toll, sag ich mal. Aber wenn man direkt am Anfang, also ich habe ja wirklich dann, weiß ich nicht, das Spiel war vielleicht 3, 4 Tage lang draußen oder 5 maximal. Und da haben schon Leute mit Mannschaften gehabt, da war Benzema drin, da war, also das war irre, was die schon an seltenen Goldspielern da hatten. Also da geht einem dann doch schon so ein bisschen der Spaß verloren, wenn man bei null eigentlich anfängt und wenn man sich die Münzen halt selber verdienen möchte. Ne? Also hier zum Beispiel das Team, ja, geht noch, hat aber auch schon ein paar echt starke Spieler drin. Ne?
Ja, weiß man nicht, ne, ob das da alles Liebe so. Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute der So, Fußball dann stoßen wir mal an. Konferenz Ich bin Hamburg. in Wunderschönen guten Tag Rot-Weiß, auch von mein meiner Gegner Seite. Sie in sollten mal den Manni Breukmann sehen. Der Blau. ist richtig heiß Schwarz-Blau. auf dieses Spiel. Na dann legen wir los. Ah. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Kein Problem für den Gegenspieler. So ein So, ziehen wir Geschick einfach mal nimmt er durch gerne und. an. Ah. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. So nicht, mein Freund. Ginter. So, stecken wir mal durch. Kommt da einer zur Hilfe? In den Ja. 16er. Uiuiuiui. Ah, ein Ticken eher und ein Ticken schneller. Dann wäre er da rangekommen. Ashley Young. Aber hätte, hätte Fahrradkette, nicht wahr? So, dann wollen wir mal einfach einkesseln hier. Ah, scheiße. Ah, ich dachte schon, der will jetzt pfeifen. Na, jetzt hat er aber gerade pfeifen können. Aber es macht schon Spaß. Also, Steuerung war jetzt nicht irgendwie. Also, ich musste mich da jetzt nicht großartig dran gewöhnen. Ist ein bisschen feinfühliger alles geworden. Was ja auch gut so ist. Aber ja, es war ein sehr schnelles Reinkommen. Im Gegensatz zu FIFA 13 auf FIFA 14, das war schon eine andere Hausnummer. Also ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, dass ich hier auch mal. Ach, scheiße. Aber so an sich muss ich sagen, ist sehr gut. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so easy going, dass man. Die Longshots sind zwar immer noch ein bisschen OP teilweise von. Ein paar Spielern, aber ja, Longshots sind halt geil. Und das sollen sie ruhig auch so beibehalten. Ist immer so ein bisschen Glückssache. Aber ja, das war jetzt Mist gewesen. Das ist Abseits. Ich habe den Kommentar extra leise gemacht. Also Manni Breukmann. Also da bin ich ja ehrlich gesagt enttäuscht, ne? Also ich dachte mir. Vielleicht werden sie mal ein bisschen innovativ werden. Aber da sind teilweise immer noch die gleichen alten Spur. Oh, komm. Ramos! Uiuiui. Na, aber hier pfeifen, ja, ich wollte gerade sagen. So, ein Job für Draxler, würde ich sagen. Der kann die Dinger gut reinzwirbeln. Ja, gucken wir mal. Ja, das war zu viel, glaube ich. Ja. Was habe ich jetzt gesagt als letztes? Ich hab's vergessen. Oh. Ja, das war jetzt blöd von mir, dass ich da rangegangen bin, weil der wäre ins Ausgegangen. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, bleib stehen, komm, nicht zu weit vorlegen. Ah. Was? Ach komm. Nur noch eine gelbe Karte, ey, für nix. Junge. Achso, ja, beim Kommentar bin ich stehen geblieben, ja. Also, wie gesagt, bin ich echt enttäuscht. Also, gerade von, ich sag mal, ich glaube, die sind jetzt seit, das ist das dritte Jahr jetzt mit den beiden, mit Manni Breukmann. Und er bekommt Hilfe. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, komm, hör super auf, hier rumzuzaubern. Flanke. Und dieser Flankenwurf sorgt für keine Gefahr. Ja, und Buschi halt, ne? Also gerade von Buschi, der hat so viel auf dem Kasten, so viel, ich sag mal, der kann so geil Emotionen in so einen Kommentar reinbringen. Aber das, was die hier oder was EA mit denen hier abgesprochen hat, echt schlecht. Leider. So, komm, machen wir einfach mal einen langen Ball. Ah, oh, schade.
Ashley Young. Kann er sich den Ball holen? Komm, Fall um. Ja, das gebe ich jetzt auch zu, das war jetzt wirklich ein gewolltes taktisches Foul von mir. Vielleicht haben wir einen Konter, können wir einen Konter fahren? Nee. Oh. Nicht pfeifen. Ich habe die Horrorvision, dass der Ball durch die Beine rollt. Da habe ich ja echt immer Schiss davor, weil ich schon so oft einen Kack-Elfmeter reingesammelt bekommen habe, weil ich halt den Ball köpfen will und dann geht der aber so scheiße oder ist der in dem Moment der Ball nicht mehr in der Luft, sondern kommt irgendwie runter und dann grätscht er und dann hast du ihn gesehen und dann auf einmal, bumm, hast du einen Elfmeter und vielleicht sogar noch eine rote Karte. Und dann bist du echt im Po. So, aber ich muss jetzt hier einfach mal probieren, vielleicht mal einfach mal ein bisschen langsam mal reinzugehen, probieren, dass er mir den... Ja, ja. Na? Nein. Ich muss gewinnen. Leute, ich muss gewinnen. Ich habe keinen Bock auf Abstieg. Absolut nicht. Nein! Oh, oh, oh! Oh Gott! Die Flanke kommt gut! Diese Flanke bringt keine Gefahr. Oh, das war klasse, das war super klasse von meinem Torwart. Da war schon in FIFA 14 eine richtig tolle Nummer. Ach. Na. Das war jetzt aber nicht ich, oder? Oh. War ich als Setzer am Ball? Und das glaube ich jetzt nicht, du Freund Nase. Ah, danke schön. Oh komm, ja, Ramos hat sich freigelaufen. Ist das abseits? Nein, ich habe schon gedrückt. Oh Gott. Oh nein. Ach man, sowas hasse ich. Wenn ich zu früh drücke und dann... Ja, passiert genau das, was man nicht will. Der Abschluss kommt viel zu früh. Und dann noch so eine Gurke. Hm. Komm, wir pfeifen ab die erste Halbzeit. Oh Gott. Oh, ja, ein Glück ist der nicht besser drauf. Ja, also ich sehe jetzt momentan gerade noch nicht so gut aus. Der Gegner hatten bessere Chancen gehabt bis jetzt. Aber, na gut. Davon lasse ich mich jetzt hier erstmal noch nicht so beeindrucken. Verdammt. Was probiert der jetzt hier, den Ball zu halten? Und dann wahrscheinlich Fehler von mir abwarten. Ach, so ein Mist. So, jetzt mal schnell. Ach, nee, da ist nichts. Keiner vorne. Komm, Ramos, der kann's. Der kann's. Nein. Ach, Dreck. Aber habt ihr gesehen, also Ramos ist echt eine Bombe. Also wenn der immer im Sprint drin ist, den kannst du echt richtig geil zum Tor ziehen mit dem. Schöne Flanke. Also die Chance hat er vertan. Ach. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Jetzt kann die Flanke kommen. Gefährlich. Nee. Die Zuschauer sehen. Oh. Oh Gott. Nein. Nein. Scheiß Dreck hier. Was? Oh, ich wollte gerade sagen, manchmal gehen so die Dinger rein, ey. Zum Staunen, die Wiederholung der Torwartaktion. Souverän gemacht und ja, das zeigt Wirkung beim Gegner. Julian Draxler. Sehr schön. Gute Ballannahme. Suboptimal gemacht. Oh, das Ganze. Der hat da jetzt auch der fast Tor gemacht hier. So, da kommt nochmal die Verfassung. Ah, so. Gucken wir mal.
Schade. Na, der geht raus, wa? Hätte mir gerne jetzt noch so einen Nachschuss gewünscht. Aus 20 Metern oder so. Nein, ach Mist. Ah! Ich warte eigentlich immer noch auf den Tag, bis ich mal... wobei ich weiß gar nicht, ob... Nein, na okay. Flanke? Nein! Das hasse ich. Ah, die Autoflanke. Also ich kann nicht ohne, aber ich kann auch nicht mit, ey. Also dieses... die Präzision quasi der Flanke. Zu welchem Spieler die geht. Manchmal geht die echt voll genau auf den Spieler, auf den man nicht will. Und der freie Spieler steht dann da und ja, ist dann halt so, ne? Ey, hier, aber Pfiff! Kumpel, der hat mir ja mal richtig gerade gestoppt. Oh Gott, oh Gott. Ich darf nicht verlieren, niemals. No, no, no. Ja, Ramos, setz dich durch. Komm, yes. Das war kein schönes, aber es war ein Tor, was funktioniert. Einfach mal ins lange Eck dann abziehen. Sehr geil. Der ist so saustark, ey. Und wenn ich dann nochmal irgendwann mit Aubameyang dann auch noch in der rechten Flanke und die beiden zusammen, ich glaube, das ist der Knaller schlechthin dann. Achso, weiter ist er noch. Na ja, gut. So, das war jetzt Müll. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, das zweite Ding, und dann hätte ich fast gesagt, die ersten drei Punkte zum Klassenerhalt sind safe. Aber so natürlich nicht. Oh. Ich bin dann immer so nervös. Luis. Komm, Ramos. Zieh ab! Ach, scheiße. Ich dachte, der war noch nicht im Abseits gewesen. Na? Ah, da hat er sich selber blockiert. Oh, was war denn das jetzt? Ach! Ah, hätte noch einen Schritt weiter reingehen müssen. Vielleicht das nochmal ein Kopfball. Tor. Hallo? Oh! Ha, ey! Gut, habt ihr gesehen, wie ich da gerade geflogen bin? So eine Ratte, ey. Oh, 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 oh. Kein Fehler machen, kein Fehler. Ganz ruhig, jawohl. Schön geklärt. Ei. Ach Gott. Ist alles Zeit für mich hier. Noch 3 Minuten der regulären Spielzeit. Nicht mal mehr ganz. Ah. Wer pfeift denn hier? Achso, ich bin ja... Ich hab ja gar kein Heimspiel. Drei Minuten nur, okay. Oh, das kommt, das schaffe ich. Vielleicht, ja, ich wollte gerade sagen, der hat hinten jetzt aufgemacht.
Und jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Vielleicht kommt ein Pass. Na, nein, nein! Ach komm! Mann, ich verkack's aber auch richtig, ey. Oh Mann. Das macht keinen Scheiß mehr hier. Ja, komm, ja, Pfeife, ist okay. Kann er Freistoß machen. Ich auf jeden Fall. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Bessere Chancen, das Ding abzuwehren als jetzt gerade. Oh. Oh. Ah, sehr schön. Und da pfeift er auch ab. Yo! Die ersten 3 Punkte sind im Sack. Jetzt überlege ich gerade, nee, war. Mach ich jetzt das zweite Spiel auch noch gleich? Jetzt bin ich warm, wa? Ja komm, ich mach das zweite Spiel auch noch. Dann sehen wir wenigstens, ob ich absteige oder ob ich drinne bleibe. So, gleich weiter. Gleich zack, zack, 8 Punkte. 2 brauchen wir, um drinnen zu bleiben. Sprich, wir brauchen 3 Punkte. 3 Points for Germany. Und wieder ein Vertrag. Ach Mensch. Das nervt damit. Deswegen, da freue ich mich jetzt ein bisschen, wenn ich dann aufhören kann, mir spezifische Spieler zu holen. Wenn ich dann irgendwann wieder nur noch eigentlich die Packs ziehe, dann habe ich wieder Verträge en masse. Brauche mir da keine Gedanken zu machen. So, wo ist er denn? Gustavo. So, schnell wieder rein. Ja, ich würde mich ja mal freuen, gegen irgendeinen bekannten YouTuber zu zocken, ne? Also, ich weiß gar nicht, wer von denen, wie gesagt, auch auf PC spielt. Ich glaube aber hier von B-Part Gaming, der Tess, ich glaube, der spielt auch auf dem PC. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Also die haben ja alle irgendwie eine PS4 und so, ne? Also PS4 ist noch für mich noch ein Wunschgedanke, dass ich mir die irgendwann mal kaufen kann. Aber ich muss sagen, ist es trotzdem. Na, ich nicht mal weiß. es sieht sehr schick aus. Also ich habe auch so vielleicht schon mal einen Zweifel gehabt, so ob mein Rechner da jetzt noch mitkommt. Mit dieser neuen Engine und so. Aber alles 1A. Selbst wenn ich jetzt aufnehme hier nebenbei, die Frames sind immer das ist natürlich ein konstant, also alle chic. So, also jetzt bin ich in weiß, ich habe jetzt mein anderes Trikot und mein Gegner wieder in blau. So, jetzt muss ich natürlich mich auch wieder konzentrieren. Vielleicht, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was hat denn der Klischee, habe ich gerade schon gehört, ne? Nein! Ich dachte, da hoch. Lukaku, oh Gott, das ist ja auch so eine. Einwurf jetzt. Ashley Young hat er auch drin. Ja, der hat schon. Also, ich möchte nicht sagen, eine bessere Mannschaft, aber auf. Oh, was war das jetzt? Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Auf jeden Fall. Eine, ich würde sagen, bessere Mannschaft als ich habe. So, Ramos, ziehst du nochmal durch? Da war jetzt nicht ganz offen. Dampfer. Aber jetzt vielleicht. Maxim, ja! Na, nein, wieso ist der denn jetzt nochmal gesprungen? Das war jetzt natürlich die Chance gewesen. Gleich am Anfang, ey, das wär's. Dann hätte ich ein bisschen aufatmen können. Ashley Young. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Was mir aufgefallen ist, blonde Spieler, also die jetzt von Natur aus blond, oder halt nicht von Natur aus, aber halt die allgemein blond sind, die werden in FIFA irgendwie mit roten Haaren angezeigt. Blaschikowski bewegt den Ball. Komm, Blaschi! Bist hart im Nehmen! Du. Kämpf dich da durch. Flanke. Kommt. Aber kein Abnehmer. Ja, Flanken kann ich noch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Oh, oh.
Gut, im Zweifelsfall einfach reinstellen. Na, Mann, wieso hast du jetzt nicht freigelaufen? Manchmal verstehe ich die KI nicht. Das war. Oh, das war. Nein, das war nicht. Oh, oh. Wojcikowski bewegt den Ball. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Oh! Ja, komm, komm, komm! Ach! Ah, das war Draxler, glaube ich, der ist. Da ist nicht konsequent an den Ball gegangen. Mensch. Marcel Jansen. Einwurf. Erstmal raus mit dem Ding. Aber wie gesagt, also wer sich das Team eventuell hier nachbauen möchte. Ich bin sehr zufrieden. Also es dauert zwar ein bisschen, wenn man jetzt aber schon ein kleines Budget hat. Ja, komm, zieh! Yeah! Und wieder Ramos. Da machen wir direkt mal einen Bauchklatscher. So, Stand jetzt. Liga gesichert. Aber habe ich mir auch verdient, glaube ich, ne? In dem Spiel. Ich würde sagen, ich habe schon die besseren Chancen gehabt. Und auch mehr Ballbesitz. Aber, ah. Man kann sich da ja auch immer irren. Oh, Torwart kommt raus. Ganz gefährlich. Mist, manchmal klappt's. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Scheiße. Okay, und wieder alles auf Null. Aber wenigstens habe ich schon ein Tor. Ey! Mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Nein! Oh Gott, oh Gott, naja. Na, das war jetzt totale Scheiße, was ich da gemacht habe. Ich habe mir jetzt total austanzen lassen. Oh Mann, ey. Ach. Mann, ich könnte mich gerade selber echt dafür peitschen. Ja. Ich muss wieder ruhig spielen. Oh, Blaschi. Ey. Oh, los, gibt's da Ecke. Was ist das für ein Schiri, ey? Da pfeift der überhaupt nichts, oder was? Okay, komm. Jetzt vielleicht der Ausgleich schon. Das wäre klasse. Ja. Muss ich gerade ein bisschen konzentrieren. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen weniger rumlabe. Ah! Jawohl! Das ist Kampfgeist! Na! Mann! Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Fork! Ah, doch. So, jetzt komm schnell! Ramos! Ramos! Ah, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Ah, Abseits, oder? Ne, war kein Abseits. Nein! Scheiße, 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 scheiße.
Komm, Ramos, zieh durch. Na, na, oh Gott, was war das denn? Was war das denn für eine Murmel, ey? Oh. Ja. Echt unfassbar, ey. Oh Mann, ich brauche 2 Tore in der zweiten Halbzeit, ey. Ob ich, na gut, ich verlieren kann ich nicht, wahr? Ich werde mal ein bisschen offensiver rangehen. Offensiv, aber trotzdem geduldig. Na? Oh, 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 oh. Komm, komm, komm. Mach zu den Raum. Jawohl, sehr schön. Na, da ist leider keiner. Scheiße, ich wollte noch ins Abseits dringen. Aber jetzt vielleicht. Ach. Na, ich sag mal. Pfeif doch mal, Dorna, endlich. Hey. Oh, das war jetzt natürlich totaler Mist. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Oh. Aber für mich, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Mach ihn jetzt. Ich brauche eine Taktik. So nicht. Nein! Oh, oh, oh. Ah, ich muss mir jetzt langsam hier echt mal. Oh, oh. Uff. Was einfallen lassen. Mann, was sind das für Pässe jetzt hier? Oh. Oh Gott. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Thiago. Ma. Jetzt alles Zeit. So. Oh. Ist er denn überall mit seinen Geräten? Der bleibt stehen, der will nicht. Komm, geht's auf. So kriege ich den Ball nicht unter Kontrolle. Hallo? So, als wenn ich Gummibäne hab. Und nun Adrian Ramos. Nein. Oh. Wieso hat der. Das war schon wieder der beste. Nein. Oh. Komm. Oh, was ist denn das? Und was sind denn das für Schüsse? Leute. Echt. Alle Zeit der Welt. Anvisiert. Schön angeschnitten und trotzdem so eine. Ach, nee. Ohne Worte, echt. Ohne Worte. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Ja, kleiner Pisser, du probierst das jetzt, wa? So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Klischee. Das ist dieses komische, wie ist das nochmal? Wo, wenn halt automatisch vom Spiel irgendwie schon so vorgegeben ist, dass die Pässe nicht mehr so genau ankommen, die Schüsse nicht mehr so reingehen wie manchmal. Ich glaube, das ist jetzt gerade wieder so der Fall. Weil manchmal, da kannst du echt so kacke spielen und gewinnst trotzdem das Ding, machst die übelst geilen Dinger. Und manchmal habe ich das Gefühl, du spielst, versuchst übelst gut zu spielen und versaust es trotzdem total. So wie hier. Ja gut, das war jetzt aber auch nicht so gut gespielt gerade. Ah, manchmal muss ich einfach mal abziehen und nicht ewig warten und probieren, dass ich da irgendwo eine Lücke finde. Oh Gott.
fast zu Ende. Ja, okay, das war's. Nein, warum habe ich nicht noch gewartet bis zum nächsten Spiel? Ich wollte es ja sofort machen. Naja, scheiße, jetzt kommt er, ey. Ah, zwei Tore in 10 Minuten Ingame-Zeit, naja, das kannst du eigentlich einmal, oh Gott. Ja. Kommst du halt nicht an, wa? Ich bin jetzt auch nicht so das Abwehrmonster, also vom Spieltechnischen her. Aber. Nein. Muss Einwurf geben. Mann, ich könnte mich gerade selber. Echt, ich könnte mich gerade echt selber. Mir selber in den Arsch speisen, ey. Ja, und jetzt mache ich noch ein Tor. Ja. Das wäre es gewesen, wenn ich nicht diesen scheiß Tore zugelassen hätte, hätte ich jetzt den Sieg. Aber wie man so schön oft sagt, hätte. Fahrradkette. Mal immer die gleiche scheiß Taktik von dem hier, dieses. Ich gewöhne mich da aber auch nicht dran. Oh. Ach! Mann, Luis Gustavo, du kannst aber auch besser, du. Die Ballername. Ja, oh, ich wollte gerade sagen, jetzt macht er wieder so ein. Nee, ne? Das wär's jetzt, ey, dann. Also. Aber warum kriege ich jetzt auf einmal die Torchancen? Warum jetzt erst? Nicht vorher. Jetzt macht ihr auch noch sogar Fehler hier. Ja, ich mache jetzt aber auch Fehler. Komm, pfeif ab. Schiedsrichter entscheidet, Freistoß. Ja. Gut, es sollte nicht sein Tor. Naja, hoffen wir mal, dass nächste Saison dann in Liga 7 wieder. Boah, scheiße, ich kotze ab. Dass es dann besser wird und wir dann vielleicht auch direkt durchstarten können. Ja, guck mal die Spieler an. Lukaku, Dumbia, Vertonghen. Also der hat schon ein echt starkes Team da drin jetzt. Also, ja. Naja. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns dann demnächst wieder öfter sehen und hören. Ich werde auch mal wieder irgendwann vielleicht mal was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwas wollte ich jetzt sagen? Ah, ist egal. Ja, vielleicht dann auch mit Facecam, so wie ich das damals schon zum Ultimate Team gemacht habe. Ja, gucken wir mal. Ich sage euch, ja, einen schönen Tag noch. Bis dann, ciao.